Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Infovideo. Patch 1.1.1 ist draußen. Kurze Übersicht hier, wenn ihr das Spiel startet, an Kaustik und Gibraltar wurde ein bisschen was verändert. Bei den Scharfschützengewehren, Havoc, Wingman und der Spitfire wurde auch ein bisschen was geändert. Was genau, gehe ich gleich im Einzelnen drauf ein. Und für die stolzen, in Anführungszeichen, Battle Pass Besitzer gibt es ein kleines Boost Event. Ist gestern am 16. gestartet, geht bis zum 18. Was genau passiert, wenn ihr einmal pro Tag mindestens Platz 5 mit eurem Squad erreicht, bekommt ihr einen kompletten Levelaufstieg mit einmal. Schafft man maximal dreimal, jeden Tag einmal Top 5 Platzierung und schon habt ihr die Punkte kassiert. Und in dem Patchnotes steht auch weiter drin, dass sie solche Events jetzt öfter mal machen wollen, weil ich glaube, der Ärger war sehr groß. Selbst mit den Erfahrungspunkten, die man zusätzlich mit den einzelnen Charakteren holen kann, dauert es trotzdem ewig, bis man maximal Level 110 erreicht. So, was sich jetzt im Einzelnen noch geändert hat, erkläre ich euch jetzt. Erste interessante Änderung finde ich eigentlich ganz, ganz geil. Das Jumpship, von dem man abspringt, fliegt jetzt 50% schneller. Das heißt, wenn du mal bis ganz ans Ende fliegen willst, was mir auch öfter passiert, dauert es nicht mehr so lang. Finde ich eine geile Änderung. Kommen wir direkt zu den beiden Legenden Kaustik und Gibraltar. Beide wurden so weit verändert, dass sie jetzt 10% mehr Schadenspunkte erleiden können. Das ist ein passives Perk, was sich verstärkt nennt. Hintergrund der ganzen Geschichte ist, beide Charaktere sind sehr groß und wuchtig, haben eine riesengroße Hitbox hier, man festgestellt hat, und waren dadurch im Kampf leichter zu treffen, und dadurch wollen sie der ganzen Sache ein bisschen entgegenwirken, dass sie wieder ein bisschen konkurrenzfähiger sind bzw. auch wieder öfter genommen werden, weil ich finde, Kaustik und Gibraltar wird gar nicht so oft verwendet. Finde ich keine schlechte Sache, muss ich jetzt in den nächsten Wochen zeigen, ob das vielleicht ein bisschen OP ist, das werden wir sehen. Ansonsten gibt es noch einzelne Veränderungen beim Gibraltar, dieses Waffenschild, was er vor sich hält, das hat jetzt statt 50 75 Schadenspunkte. Und beim Kaustik, der Gas-Tick, quasi dieser Schaden, den man pro Tick für diese Gasfallen kassiert, ist jetzt von 1 auf 4 erhöht worden. Und von seiner ultimativen Fähigkeit wurde die Wurfreichweite von 28 auf 33 Meter erhöht. So, kommen wir jetzt direkt zu den Waffenveränderungen. Da sind ein paar ganz interessante Sachen dabei. Da es viele Veränderungen sind, die an den Waffen getan wurden, lese ich das meiste mal ein bisschen ab. Es ist ein bisschen schwierig, das alles auswendig zu lernen. Eine Veränderung betrifft alle Snipergewehre. Der Schaden auf die Beine wurde von 25 auf 10% reduziert, was ich schon mal eine feine Sache finde. Dann wurde die Waffenschwankung um 33% reduziert. Und die dritte Veränderung, die alle Sniper betrifft, die weiß ich jetzt nicht zu 100% zu interpretieren. Hier steht auf jeden Fall im Text, und ich verlinke euch die ganzen Patchnotes dann nachher nochmal in der Videobeschreibung. Reduziert Pendelgeschwindigkeit der Basis um 25%. Ich bin kein Scharfschützengewehrspieler. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Ich hätte eigentlich gedacht, dass dieses Schwankungsreduzierungsgedöns und das, was ich jetzt vorgelesen habe, ein und dasselbe ist. Scheint es nicht zu sein. Das war vom Allgemeinen über die Scharfschützengewehre. Jetzt geht's zur Longbow direkt. Da wurde die Feuerrate von 1,2 auf 1,6 Kugeln pro Sekunde erhöht und die Magazine oder die Magazingröße wurde erhöht. Das finde ich auch keine schlechte Sache. Das Basis-Standardmagazin wurde von 5 auf 6 erhöht. Das weiße Magazin, also die Magazinerweiterung, um die es jetzt hier geht, von 6 auf 8. Das blaue Magazin von 8 auf 10. Und das lila Magazin von 10 auf 12. Für Sniper-Spieler eine feine Veränderung, finde ich jetzt nicht so notwendig, weil ich Sniper-Spieler im Allgemeinen nicht ganz so mag, sage ich jetzt mal. An der Havoc hat sich das meiste getan, und dadurch wird die Havoc wahrscheinlich wieder konkurrenzfähig. Und zwar wurde das Basismagazin, gibt ja nur das eine Magazin, von 25 auf 32 erhöht, was ich eine richtig geile Sache finde. Dann hat die Havoc ja diesen Ladestrahl, und alle Veränderungen, die ich euch jetzt erzähle, betreffen nur diesen Ladestrahl und nicht den normalen Feuermodus. Den Ladestrahl bekommt man nur mit diesem Aufsatz, wo man auf Einzelschuss ändern kann. Der Einzelschuss, die Kosten pro Schuss wurden jetzt von 5 auf 4 reduziert. Dann wurde für den Ladestrahl der Nahkampfschaden von 55 auf 60 erhöht.
und der Schaden auf Reichweite von 45 auf 50 erhöht. Und es gibt ja einen Schadensabfall für jede Waffe. Im Nahkampf wird der Schadensabfall für den Ladestrahl von 35 auf 75 Meter erhöht im Nahkampf, was eine enorme Sache ist, und auf Fernkampf von 75 auf 125 Meter. Also ich gehe mal davon aus, dass mit diesen Veränderungen definitiv die Havoc wieder konkurrenzfähig ist, weil die wenigsten spielen diese Waffe, wie ich festgestellt habe. So, bei der Wingman hat sich ein bisschen getan, was viele verärgern wird bestimmt. Also das Basismagazin wurde von 6 auf 4 Kugeln reduziert, was schon mal krass ist. Also wenn du kein erweitertes Magazin findest, bist du mit der Waffe eigentlich schon fast am Arsch. Level 1 Magazin von 8 auf 6, Level 2 von 9 auf 8 und das lila Magazin von 12 auf 10 Schuss. Ist eine Änderung, die ich nicht verkehrt finde, weil die Wingman trotzdem noch seit dem ersten Nerf sehr, sehr stark ist. Ist meine Meinung. An der Spitfire wurde der Basisschaden von 20 auf 18 reduziert und auch da wurden sämtliche Magazingrößen verringert. Also das Basismagazin wurde nicht angegangen, sondern nur die Erweiterungen. Level 1 Erweiterung von 45 auf 40, Level 2 von 55 auf 45, da merkt man es am größten. Und bei dem lila Magazin finde ich es nicht ganz so dramatisch, da wurde es von 60 auf 55 reduziert. Ist jetzt was ich nicht ganz so dramatisch finde. So, dann gibt es an den goldenen Waffen, die man so findet, noch ein paar Veränderungen. Die goldene Havoc ist jetzt mit einem Turbolader ausgestattet. Habe ich vorher schon nicht verstanden, warum der Turbolader da nicht schon dabei ist. Und die Waffe hat jetzt ein Holovisier, was ein- und zweifach verstellbar ist. Und das gilt auch für die goldene R301 mit dem Holovisier. Und bei der goldenen Wingman ist jetzt dieses digitale Visier dabei, wo man die Gegner durch Rauch sehen kann. Also so rot wie bei dem Blatter und bei der Spezialfähigkeit. Das finde ich eine geile Sache. Ansonsten dürfte ich jetzt eigentlich, ja, ich dürfte durch sein. Es sind viele Veränderungen, die ich ganz, ganz gut finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von den Änderungen haltet. Ich finde, es wird Zeit. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die Spielemacher ihr Wort halten und öfters jetzt mal so ein Event raushaut, weil ich möchte definitiv die Waffentarnung für die Havoc freischalten. Einmal ab 100 und einmal ab Level 110 und das zu erreichen wird doch sehr, sehr schwierig. Selbst mit diesem Event, was seit gestern bis morgen ist, könnte das trotzdem sehr, sehr schwierig sein. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Wie gesagt, haut in die Kommentare gerne mal, was ihr davon haltet. Lasst gerne einen Daumen und ein Abo da, würde ich mich sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.